Kreuzung, Helle Borowskistraße, Buchstraße. Wir laufen nicht auf die Kreuzung. Wir haben die mobile Beratungsstelle hier, die Berlin gegen Nazis. Es sind ganz viele Verbände, die alle hier sind und das unterstützen. Super, danke. Wir begrüßen es sehr, dass von der Schwulenberatung Berlin geplant ist, dieses Mehrgenerationenhaus hier am Südkreuz. Mit Pflegestützpunkt, mit Beratungsstelle und mit zwei Kita. Das ist ganz toll, wir sind sehr, sehr froh darüber und wir glauben, wenn ich das auch. Wir verurteilen, dass Stimmung gegen LSBTI-Politik, gegen Gleichberechtigung, gegen Antidiskriminierung gemacht wird und rechte Medien einen konstruierten Anlass nutzen, um zum Beispiel Anliegen, die Schulaufklärung über LSBTI zu bekämpfen.
von Börsen von ihren eigenen. Dort mit den Bildung nur die Zukunft statt. Dort lernen Kinder ihre Rolle bilden. Zweitens stehen wir hier, weil die Schulberatung diese Kita organisiert. Bis vor kurzem saß der Pädopropagandist Rudiger Lautmann im Vorstand derselben Schulberatung. Laut Berichterstattung der Taz hat Rudiger Lautmann bei einem Kongress die Legalisierung von Pädophilie gefordert. Mit seinem Nachruf auf Helmut Fender hat er ausdrücklich einen Wissenschaftler gelobt, der legale Pädophilie bzw. staatlich organisierte Pädophilie massiv gefördert und organisiert hat. Helmut Kentner hat ein Programm organisiert, in dem Jungs, männliche Waisenkinder, bei pädophilen Männern untergebracht werden. Denselben Helmut Kentner lobte in einem Nachruf Rudiger Lautmann, Ex-Vorstand der Schulberatung. Rudiger Lautmann hat das Buch Die Lust am Kind geschrieben. In diesem Buch argumentiert er, dass Pädophilie an sich kein Moralverstoß sei. Er teilt darin Kindesmissbrauch in eine gute und eine schlechte Kategorie. In diesem Buch gibt Rudiger Lautmann Pädophilen den Rat, wie sie weitere Akzeptanz in der Gesellschaft erlangen können. Dieser Rudiger Lautmann saß im Vorstand eines Vereins, der eine Kita mit dem Schwerpunkt sexueller Minderheiten organisiert. Diese Kita, wenn sie in dem Gebäude hinter uns sitzen, mit Wohnraum für sexuelle Minderheiten, der ebenfalls von diesem Verein mit Rudiger Lautmann als Ex-Vorstand organisiert. Ich stelle euch die Frage, wer in dieser Kita praktiziert, was Rudiger Lautmann gepredigt hat? Nicht nur den Teilnehmern an dieser Kundgebung ist das sauer aufgeschossen, sondern auch der Öffentlichkeit. Erstens hat die Schulberatung den Rücktritt von Rudiger Lautmann bekannt gegeben und wollte das Ganze runterspielen und so tun, als sei nichts gewesen. Es sei nicht so wichtig, dass ein Pädophobonatist jahrelang im Vorstand saß und dort nicht war. Aber ich bin an der
wir wollen, dass Sie sich wieder verändern haben. In der sogenannten Schwulenkonferenz von Friedrich Lautmann gab es ein Zeichen und Weisen ohne jeden Widerspruch. Er ist zurückgetreten, aber erst nach öffentlichem Druck und dann selber zur Ostpazifik. Hier wurde seit dem Spiel verschwärmt von den Jüngern oder haben sie von der von dem Vorstand oder der Kita-Leitung auch nur eine Silbe der Distanzierung gehört. Nein, das haben sie nicht getan. Welche Themen verbreitet Rüdiger Lautmann? Er ist Autor des Buches Die Lust am Kind, Porträt des Pädophilen. Schon bei diesem Titel schüttelt es mich. Der Pädoversteher unterscheidet ernsthaft zwischen Missbrauch und sogenannter pädophiler Liebe zum Kind. Er findet ein, Zitat, echter Pädophiler Wärme um die Zustimmung des Kindes. Meine Damen und Herren, wir reden hier immer noch über Kinder im Alter von 2, 4 oder 6 Jahren und erwachsenen Männern. Konkret schreibt Lautmann den Pädophilen, notabene den echten, also denjenigen, den wir befragten, glaube ich, den Aufwand, mit dem er sich um die Einwilligung des Kindes bemüht und die Ernsthaftigkeit, mit der er ein Nein beachtet. Ich frage die Kita-Leitung jetzt ganz offen, wo bleibt die Distanzierung von solchen Aussagen? Abstoßender ist nur Gegenlaufband. Einer dieser Männer gibt es im Protokoll. Ich habe ganz leicht gelernt, ganz leicht, 3 oder 4. Dann muss ich nicht das Ganze. Ein anderer Sterben, das er jetzt. Thank you.
Thank you.